Im Minutentakt tragen Helfer Verletzte in diese Klinik im syrischen Duma. Unter den Verletzten sind zahlreiche Kinder. Syrische Regierungstruppen bombardieren die von Rebellen gehaltene Region Ost-Ghuta mit Hilfe der russischen Luftwaffe seit Tagen ohne Unterlass. Allein am Montag sind dabei 127 Menschen getötet worden, berichten Aktivisten. Am Dienstag waren es 106, darunter 19 Kinder. Ost-Ghuta ist eine der wenigen Gebiete in Syrien, die noch von der Opposition gehalten werden. Die Situation der verbliebenen Zivilbevölkerung wird hier immer prekärer. Die meisten Menschen sitzen fast ununterbrochen in Kellern. Wo sollen wir denn hingehen mit unseren Kindern? Wir wünschen uns einen sicheren Ort und Schutz für unser Land. Wir hören ständig den Lärm der Flugzeuge, der unseren Kindern Angst macht. Wir hören die Drohnen, die sie noch mehr ängstigen. Wo sollen wir denn hin mit unseren Kindern bei diesem Terror? Wir trauen uns nicht auf die Straße. Wir trauen uns nicht, unsere Kinder nach draußen mitzunehmen. Wir trauen uns nicht einmal, sie in einen Schutzraum zu bringen. Die UNO und die USA haben die Luftangriffe scharf verurteilt. Auch die Bundesregierung fordert ein Ende der Kämpfe in Ost-Ghuta. Im Norden Syriens entspinnt sich unterdessen ein weiterer blutiger Konflikt. In den letzten Wochen hatte die türkische Armee hier immer wieder Stellungen der kurdischen Miliz YPG angegriffen. Nun hat die syrische Regierung Kämpfer zur Unterstützung der Kurden im Kampf gegen die Türkei geschickt. Die Türkei nahm die Truppen bereits bei ihrer Ankunft in Afrin unter Artilleriebeschuss.